guten Morgen zusammen, Leute. Letzte Nacht in Pizzanolup, heftige Regenfälle. Ich weiß nicht, bekam nicht mit, wann das aufhörte und die Straßen dort ziemlich voller Pfützen. Mittlerweile bin ich auf Route 11 unterwegs Richtung Prä. Hier sieht das schon etwas besser aus, alles abgetrocknet. Allerdings der Himmel auch wieder voller Wolken. So sieht das Ganze aus. Und ich glaube auch nicht, dass ich hier auf der Strecke großartig was aufnehme. Weil bei dem Wetter kommt das auch nicht so gut rüber. Hier seht ihr, Uta Diet, den Schei, Lampang. Ist auch ein ähnliches Landschaftsbild wie bei der letzten Strecke, denke ich mal. Um ehrlich zu sein, Leute, heute bin ich auf Heil ankommen programmiert bei den Witterungsverhältnissen. Seit Tagen sind die Klamotten irgendwie klamm und feucht auch. Alles, was ich aus den Koffern hole, da ist auch irgendwie so, ja, leicht feucht und macht momentan keine große Freude. Aber, naja, ich wollte es ja so. Ich bin bereits in der Provinz Uta Hadid und Tankstopp eingelegt, Winkelpause, gehen wir im 7-Eleven mal einen Kaffee kaufen und da ist auch ein ATM-Automat, kann ich mal gleichzeitig ein bisschen Geld ziehen. Vor vielen Jahren gab es diese Amazon-Kaffeehaus-Kette noch nicht und da war ich froh, dass ich meinen Kaffee im 7-Eleven bekam und habe ich mir heute auch laden geholt. So Federzahl. Auch eine schöne Maschine hier und der Teil ist auch auf Tour. Leider darf man ja nicht mal alles aufnehmen. Leichter Nieselregen setzte ein und es hat also absolut keinen Zweck, die Kamera reich zu montieren. Reizvolle, kurvige Strecke und bei besserem Wetter mit Sicherheit noch mal so schön. Hier war so eine lustige Sache. Und zwischendurch immer wieder Nieselregen. Aber landschaftlich wieder sehr schön. Keine Ahnung, wie die damit ihr Geld verdienen wollen. Aber scheinbar läuft es, sonst würden sie sich machen. Besen laufen immer. Häuser müssen sauber gehalten werden. Ja Leute, in Prä kam ich schon vor 3 oder 4 Stunden an. Allerdings fuhr ich zuerst bei Peter vorbei und wir quatschen uns da wieder mal fest. Von Peter werdet ihr in den nächsten Tagen noch einiges hören. Wir haben einige Touren geplant. Und ich bin jetzt im San Marie Gartenhaus oder Home. Liegt etwas außerhalb von Prä und ich zeige euch das jetzt mal kurz. Das war das erste, was ich gesehen habe, diese tollen Kakteen hier. Hier nochmal, sehen wir klasse aus, die Dinger, ne? Überall diese wunderschönen Kakteen und in der Anlage stehen kleine Holzbungalows. Haben wir wieder ziemlich im Dschungel gelegen. Das bekam ich übrigens von Peter und seiner Frau vermittelt. Da ist mein Bungalow, den zeige ich euch später einmal. Gerade mal wieder eine Regenpause nutzen. Also auf der Fahrt hierhin, ihr habt es teilweise gesehen, Nieselregen. Und ja, die letzten Kilometer vorher, ich hatte mich mal wieder verfahren, weil ich die App falsch gespeichert hatte. Oh naja, Herbie und Technik verträgt sich nicht. Jedenfalls kam ich gut an. Und schon fängt es wieder an zu regnen. Übrigens für mein Bungalow zahle ich 500
Watt pro Nacht. Gibt allerdings auch größere und teurere Bungalows, so Familienzimmer sozusagen. Die liegen, glaube ich, so bei 2.500 Watt. Einfach mal bei booking.com reingucken. Das sind die größeren schon. Da wird sogar noch ein neuer gebaut. Ich weiß gar nicht, wie weit die Anlage hier noch reinreicht. Hier noch Geräte schuppen. Ich weiß nicht, ob das da hinten noch weiter runter geht. Die sind hier mal wieder alle super freundlich, wie bisher auf der gesamten Tour. Wirklich sehr nette Leute. So, jetzt geht's zu meinem Reich. Natürlich auch wieder klasse, kann mein Motorrad hier direkt drunter parken. Braucht mit dem Gepäck nicht so weit zu laufen. Da vorne ist ein kleines Flüsschen. Naja, eher ein Teich. Große Terrasse. Rauchen ist draußen übrigens erlaubt. Etwas kleinere Terrasse. Und das Zimmerchen. Kostet wie gesagt 500 Watt. Und heute sage ich mal nichts hierzu. Und alles picobello sauber. Da es regnet, kommt mich später freundlicherweise heute Abend abholen. Dann geht es zu ihm nach Hause und wir werden da essen. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen werdet ihr auch Peter selber kennenlernen und seine Frau. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt bei allem miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Letzte Nacht bestens geschlafen, trotz heftiger Regenfälle mal wieder. Also eigentlich sollte ja ab gestern bereits Schluss sein mit dem Regen. Aber so wie es aussieht, hält sich das noch eine ganze Zeit lang dran. Tröpfelt auch jetzt noch leicht. Aber nun gut, muss man mit leben. Auch der Himmel wieder grau in grau. Und mal sehen, wo Peter mich heute hinbringt. Aber wirklich sehr, sehr schön, die Umgebung von Prä.